Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ballonherzbox von Olsen. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ballonherz von Olsen aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine blaue Box und dann lesen wir hier in weißer Schrift Olsen Ballonherz. Darunter haben wir ein Herz abgebildet und darunter sehen wir dann den Interpreten abgebildet, also Olsen hier vor einer grauen Wand mit blauen Fliesen und so einem rosa-pinken Streifen. Erinnert mich ein wenig an so ein leeres Schwimmbecken, so vom Rand her. Auf der Unterseite haben wir ebenfalls wieder dieses Blau und einen Barcode. Rechts glattblau, oben glattblau. Und auf der linken Seite lesen wir wieder Olsen Ballonherz und hier haben wir diesen Streifen durchgehend. Auf der Rückseite haben wir soweit nichts, außer hier am Ende dann noch die Credits zum Album. Das Ganze eine reguläre Klappbox, bedeutet wir machen das Ganze dann hier auf, wenn wir es aufbekommen. So, dann haben wir hier zwei Sticker als erstes. Ein Shirt, das dürften dann wohl die Instrumentals sein, jawohl. Dann ein Poster mit Unterschrift und dann natürlich das Album an sich, Ballonherz. Von innen die Box in weiß gehalten und wir haben hier so einen Einleger, in dem das Album befestigt war. Machen wir mal wieder zu und die Box zur Seite. So, nachdem das Album noch eingeschweißt ist. Allerdings haben wir hier so eine Lasche, um das Ganze zu öffnen. So. Also, wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Olsen Ballonherz. Das Cover 1:1, wie auch schon auf der Box. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir ebenfalls wieder Ballonherz und darunter dann Olsen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir, wenn ich es richtig sehe, 13 Tracks an der Zahl, ohne jegliche Features. Also 13 Solo-Tracks, Credits und Barcode. Hier lesen wir auch wieder Olsen Ballonherz. So, dann kommen wir mal zum Booklet. Also Türkis und auch hier wieder Olsen mit Sonnenbrille abgebildet, wie auch schon auf dem Cover. Dann haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Texte. Also ihr seht jede Menge Text. Wort für Wort, jeder Text ja. Jeder Track hier abgedruckt. Dann hier einmal der Himmel mit Kondensstreifen. Weitere Aufnahmen des Interpreten. Weitere Texte. Also echt jede Menge Texte. Und die Texte immer in so einem Verlauf, in so einem Farbverlauf, in so einem Regenbogenfarben. Weitere Aufnahme von Olsen. Und zum Abschluss wieder Texte. So sieht das Ganze auf der Rückseite aus, also ein Himmel, das dürfte wohl ein Dach sein. Dann haben wir die CD, diese in Blau und Silber gehalten, Olsen Ballonherz lesen wir auch hier wieder. Und hier auf der Rückseite wieder diese Mauer und der blaue Hintergrund. So. Dann haben wir zusätzlich zum Album natürlich noch Instrumentals und zwar kommen die in einem Digisleeve, in einer Papphülle und vom Cover sehr ähnlich wie auch schon die Standardcover der, also der Box und des Albums. Allerdings das obere Drittel, die oberen zwei Drittel in diesem Fall hier so rosa eingefärbt. Und dann haben wir hier 13 Tracks an der Zahl in der Instrumentalversion.
Die CD in demselben Farbton wie auch schon das Cover. Wie gesagt, das Ganze kommt in einer Papphülle. Dann haben wir zwei Sticker. Und zwar haben wir einmal hier einen Olsen Ballonherz-Sticker. Und das Ganze ist so, also zwar im rechteckigen, also im Querformat, allerdings, hoffe man kann das hier halbwegs sehen, genau, kann man das hier rauslösen. Und das Ganze dürfte dann ein durchsichtiger Sticker sein, bis eben auf den Schriftzug und das Herz. Also Olsen Ballonherz und das Herz hier in weiß. Und das Ganze kann man dann hier rauslösen und das hat hier dann so eine ganz eigene Form. Und dann haben wir hier noch einen Olsen Sticker und auch dieser ist dann hier rauszulösen und die Konturen hier wirklich nur des Schriftzugs und nicht komplett das Rechteck dabei. Also beide Sticker durchsichtig mit weißem Aufdruck bzw. weißer Schrift. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Ganze aus, leider echt klein gefalten worden. Bedeutet, wir haben hier jede Menge Faltlinien. Oben links lesen wir Olsen. Sieht aus wie ein Fenster mit Vorhang oder mit Jalousie davor. Und dann haben wir hier Olsen abgebildet. Sieht so aus, als wollte er gerade rausgehen und die Jacke anziehen. Und was man sehr selten sieht, was mich sehr freut, wir haben hier unten rechts im Eck auf dem Poster noch unterschrieben mit weißem Stift Olsen und daneben noch ein kleines Herz. Rückseite ist blank weiß. Also das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. So, dann falten wir das Ganze mal wieder zusammen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und zwar ist dieses Shirt in weiß. Und dann haben wir hier, wie auch schon auf dem Cover, wieder das Blau mit den Streifen hier. Und das Ganze ein Olsen-Schriftzug, der sich hier über die Brust zieht. Neckprint haben wir in dem Fall keinen. Und was mich sehr freut, hin und wieder gibt es das doch noch. Es ist kein Gildan oder Fruit of the Loom, sondern es ist ein Souls Imperial in der Größe L. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem Olsen-Schriftzug quer über die Brust und dieser sehr bunt gehalten in hellblau, pink bzw. rosa, einen dunkleren Blau und dann grau. Gefällt mir von der Gestaltung echt richtig gut, gerade von der Farbe her. Also das Ganze erinnert mich irgendwie so an Sommer, Sonne, Strand, Surfen, gute Zeit. Also kann man echt gut tragen. Die Farbkombination gefällt mir richtig gut. Und auch wenn es nur der Album-Interpret ist, der hier abgedruckt ist, aber rein von der farblichen Gestaltung, finde ich das echt sehr gelungen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann dieses Poster einseitig bedruckt im Querformat inklusive Unterschrift bzw. Autogramm. Dann haben wir diese zwei Sticker hier. Die Instrumentals zum Album und natürlich das Album an sich, 13 Tracks im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Ballonherz von Olsen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Olsen unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.